Hi Freunde, Servus, ich bin der Renton, wir spielen GTA Vice City weiter und wir haben endlich die Filmstudios, worauf ich mich schon länger gefreut habe. Und ich würde sagen, oh, was ist da rechts drin? Ah, ein Schiff. Okay, ich habe gedacht, da wäre ein Item drin. Und wir starten direkt die erste Mission hier. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens! Hey, baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole, I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you... What's that guy think this is? Some fruity art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, werden hier keine normalen Filme gedreht, sondern Pornos. Und wir helfen jetzt bei dem Aufbau des kleinen Porno-Imperiums. Für die Mission hier brauche ich, glaube ich, einen relativ schnellen Wagen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich hin muss. Direkt da vorne rechts dann. Das heißt, bevor wir hier weitermachen, bevor wir da wirklich hinkommen, gucke ich auf dem Weg, ob ich ein schnelles Auto oder ein Motorrad finde. Sollte nicht verkehrt sein. Ja, und der Part hier wird... Boah, ist das hell. Wird wahrscheinlich... Ah, Motorrad! Komm her! Durch den Ladescreen! Ach, ja! So, hau ab. Das gehört mir. So. Das bedeutet nun, dass wir... Oh mein Gott. Normale Bremse beim Motorrad kacke. Wie sieht's mit der Handbremse aus? Oh, noch kacke, ne? Ach du Scheiße, ich muss hier echt vorsichtig sein. Motorrad steuert sich wie Arsch. Alter, ich hab nur auf die Bremse gedrückt. Habt ihr gesehen, wie asozial? Komm mal her, ich will das neue Motorrad. So, vielleicht muss ich mit beiden gleichzeitig bremsen für um die Kurve. Nochmal testen. Ja, so ist gut. Ich bremse mit beiden gleichzeitig. Und leg mich dann in die Kurve. Das ist es. Das ist es. Auf geht's, ab geht's. Mission weiter. Hopp. Ich muss da reinlaufen, oder was? Yo, Candy. I'm looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? Should have stayed at home today. Can you believe this, asshole? So. Ich würde sagen, mach mal die Limo platt. Und genau dafür braucht man ein schnelles Auto. Hopp, verreck. Wow. Spannung! Oh je. Oh je, oh je, oh je. Schneller! Go, Renton, go! Go! Jo, ist ja gut.
Schnell weg. Yeah, Pickup Candy. Dafür hole ich jetzt aber ein normales Auto. Weil... So, ja, ist ja gut. Weil sobald ich hier runterfliege, haben wir ein Problem. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die Candy hier auf einmal verreckt. Und da ich davon ausgehe, dass wir noch mehr einsammeln wie die Candy, weil er hat von Girls gesprochen, möchte ich einen Märtyrer. Oh Gott, die Cops sind noch hinter mir her, merke ich gerade. Nix gut. Ja, jetzt gut. Das gibt's nicht. Ah, da. Hier, mein Pimpmobil. Ach, gefällt mir. Übrigens ist hier bei mir gerade sonntags früh am Morgen. Extra noch schnell aufgenommen, damit ihr die Woche was zu gucken habt. So. Come on, let's go. Auf Candy Sucks. Los geht's. Die Mercedes, ja. Ich passe ganz besonders auf die Mercedes auf. Lasse in Pornos mitspielen. Bring sie zu Bands, wo sie gegangbankt wird. Ich bin so gut. Und so ein gutes Herz bin ich. Oh Gott, und Autofahren kann ich auch nicht. Ich glaube, das ist der Weg, den ich vorhin gefahren bin. Das heißt, es könnten ja noch Fucks auf mich warten. Fuck. Die auf mich schießen. Eieiei, Cops. Ist okay, ich überhole nur auf dem Bürgersteig. Alles in Ordnung. Ihr braucht mich nicht verfolgen tun. Guck mal, ich muss sogar tatsächlich in den Burgerladen dafür. Hey, Mercedes. Hey, Tommy. You want a party? Not now, sweet. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. Hey, you're hired. I'm gonna be late for a meeting. Mit dem würde ich auch sofort mitfahren, ist ja klar. Auf Babys, los. Let's get go. Sind wir jetzt einfach nur zum Filmstudio und das war's dann? Irgendwas kracht hier. Machen sie Krach. Drehen sie durch. Da vorne ist eine Brücke. Und es ist auch die, wo ich hin muss. Sprich, wie komme ich denn da jetzt hin? Am schnellsten. Ich glaube, wir müssen tatsächlich außen rumfahren. Soll mir recht sein. Da steht ja noch mein Motorrad her. Krasser Scheiß. Ist wie im echten Leben. Ist wie echt, das Spiel. Obacht! Ich find's ein bisschen blöd, dass hier absolut kein Dialog stattfindet. Ah, guck mal, das kann ich kaufen. Ah, ich hab nur noch 3200 Dollar. So. Health Cheat fürs Auto. Bevor das Ding anfängt zu brennen, weißt du. Wäre nix gut. Oh Gott. Weg. Der ist geflogen, ey. Wow. Vorsicht. Scharfe Rechtskurve. Kann ich hier reinfahren? Ist da genug... Ja, läuft. Locker. So, die Bitches sind da. Tommy, you coming in for a warm-up? Maybe later, babe. Whoa, cool shark. Ja, die Alten fahren halt voll auf das Zeug ab, was da ist. Wow, a UFO. Wow, a big fan. Wow, a boat. Wow. Leck mich am Arsch. Ich geh speichern und dann machen wir direkt die nächste Mission. Oh, Anruf. Tommy. Sonny. Obviously you are suffering from hearing
problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. I wouldn't do that. Das hat sich gut angehört. Ich glaube, der mag uns. Save a game. Save a game. Saving data. Please do not remove. Okay. Keine Sorge, die Memory Card lasse ich drin. Erlaub, nächste Mission. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? Oh, boy. I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Oh, die Arme hat jetzt ein Gespräch mit dem Chef. Scheiße. So, Dildo-Dodo. Ab geht's. There is a seaplane that was used in a prop in some old indie film. Okay, wir müssen fliegen. Dazu sage ich leise Scheiße, weil Fliegen ich nicht so gut bin. In Fliegen. Das ist die Frage, wie kommen wir da überhaupt hin? Muss ich ja überhaupt über die Straße fahren oder wäre ich durchs Filmstudio da hingekommen? Ich guck jetzt mal. Da ist er, der Dildo-Dodo. Wobei das ja noch nicht mal. Fuck. Ah, doch, ich komme dahin. Ah, und ich wäre auch durch. Durch den Movie Place dahin gekommen, glaube ich. Oh Gott. Noch nie geflogen. Höher, 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 höher. Oh, ich will doch nur umdrehen. So, irgendwie kann man doch schärfer um die Kurve gehen, oder? In dem Spiel hier anscheinend nicht. Oh Gott, so wie es aussieht, müssen wir halt auch tatsächlich durch die Stadt fliegen. Ei. Und ich flieg wie ein Depp. Oh mein fucking Gott. Ey Leute, ich bin jetzt mal ehrlich zu euch. Ich glaube, das wird sehr problematisch für mich. Da ist nämlich schon eine Wand, ne? Oh Gott! Oh, oh je. Oh je. Alter, ist das assi. Oh. Ey, ich flieg wie betrunken. Wah. Frisch dunkelroter Kreis. Oh mein Gott. Oh, steuert sich das Ding scheiße. Höher, höher. Ja toll, Palmen mittendrin. Toll, super. Ja, geschafft. Geschafft. Gott. Habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich Höhenangst habe? Passt jetzt gut. Ich meine, im Spiel macht es mir nichts aus, aber in echt würde ich mir die Hose voll machen. Aber so richtig voll. Was soll denn die Scheiße? Was soll ein Flyer im Wasser bringen, ne? Kann mir das mal einer verraten? So. Oh.
So. Weiter, weiter, weiter. So, mein Benzin sieht ja noch, Benzin. Mein Tank sieht noch gut aus. Das Ding fliegt ja nicht unbedingt mit Benzin, ne? Ey, das mit den Flyern ist so unlogisch. Die fliegen überall hin. Oh Gott, scheiß fucking Palm, ey. Ich muss höher. Hier ist die richtige Höhe, nur wo ist das Scheißding? Bitte nicht zwischen den Häusern, bitte nicht. Also jetzt nicht links abbiegen oder so. Ey, das fände ich halt mal gar nicht lustig jetzt. Doch, es ist so, natürlich ist es so. So, pass auf, dann gehe ich jetzt hin. Ich habe ja noch genug Benzin. Oh Gott, nicht vom Gas gehen, dumme Idee. Höher, höher, höher. Ja! Jetzt noch höher. Oh, fuck! Scheiße. Health Cheat. Zieh hoch. Hopp, zieh hoch jetzt. Och nee. Ich muss ins Wasser. Oh, I love lobster. Have you ever tried talking to one? Energy flows. Ach komm, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wie kriege ich denn das fucking Ding jetzt hoch? Jetzt schießen die auch noch auf mich. Oh, komm schon. So, pass auf. Ich schieb das jetzt da rein. Ich hoffe mal, da vorne ist keine Mauer. Doch, natürlich ist da eine Mauer. Passe ich da durch irgendwie? Oh, das war ja klar, ne? Dass ich hier voll abkack. Och, Kacke. Das Problem ist, ich komme halt überhaupt nicht hoch. Was mache ich denn jetzt? Ich starte neu. So, Mission failed. Alter, was ein Scheiß. Ah. Es ist so gut gelaufen, gell? Sehen uns gleich. Oh, fuck. Ich habe die Flyer doch vorhin schon verteilt. Was soll das? Arme Stadt. Komplett überflutet mit den Porno-Flyern hier. Ey, hör auf zu schießen. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Da sind die Palmen. Obacht, obacht. Ja. So, wir sind gleich wieder so weit, wie wir vorhin waren. Wo ich es absolut verkackt habe. Wo ist der fucking Checkpoint? Wo ist denn der? Ah, da vorne. Da vorne. Da vorne. Ja. Sanft hoch. Sanft zur Seite.
Oh. So, und diesmal wieder nach rechts. Ah, ne, halt. Das kann ich direkt hier aufsammeln. Und hier musste ich zwischen die Häuser, oder? Deswegen mache ich jetzt einen hohen Bogen, sammle den Checkpoint ein und ziehe dann einfach hoch. Einen hohen Bogen, ich mache eher einen weiten Bogen, würde ich sagen, ne? Also hier, bitte korrekter Deutsch, ne? Oje, ei. Da ist es. Und von hier aus ziehe ich jetzt einfach hoch. Genügend Benzin. Petroleum? Ach Gott, ey, ich bin so dumm heute. Ich sehe nichts. Ja, das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Pass auf, jetzt mache ich hier einen Linksbogen. Ich glaube, links war die Luft frei. Ja. So, oh Gott, ajo. Ganz knapp. Ja. Oh, dann haben wir's. Ich hoffe, das war's dann. Ja! Ich bin ein Superpilot. Das war anstrengend. Das war scheiße fucking anstrengend. Ohne Witz. Ohne Spaß. Hopp, hoch jetzt mit dir, Junge. Wir können ja nämlich theoretisch hier irgendwo an Land gehen und sind dann fast wieder an den Filmstudios, oder? Komm hier. Oh, super geparkt. Jetzt komme ich halt nicht raus. Doch, ich komme raus. Rausgekommen, ohne Probleme. Das Hauptproblem, ist, dass die übernächste Mission gerade nochmal eine Nummer asozialer wird. Und ich will mich an... Jetzt schießen die schon wieder. Ich will mich an der Stelle an alle Zuschauer bedanken hier. Danke fürs Zuschauen. Und sorry, dass es jetzt mit der zweiten Mission doch ein bisschen... Die schießen da rum wie die Spastis. Dass es mit der zweiten Mission jetzt doch ein bisschen ätzender wird. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.